kann man ja schneiden. So, wir sind im Flugzeug. Ja, es hat ja etwas länger gedauert, bis ich nach Mexiko gehen konnte, aber dann hat es geklappt. Flugzeug, Toilette und gerade mal die Gelegenheit genutzt, aufzustehen. Es hat geklappt. Ich bin zwischendurch in New York gelandet, wie man hier sieht. Zack, bin ich gelandet. Ja, und zack, bin ich wieder losgeflogen, und zwar nach Atlanta. So schnell ging das Ganze nicht, Sicherheitskontrollen etc., aber naja, was will man machen? So ist Amerika, und ich kann nur sagen, fliegt niemals mit Delta, wenn, naja, sagen wir mal so, ihr müsst einfach die ganzen Sicherheitskontrollen über euch ergehen lassen, und naja, da braucht man schon eine Menge Geduld, und wenn man nicht so viel Geduld hat, dann sollte man das überlassen, aber naja, gut, ein Erlebnis ist es auf jeden Fall wert. Ich habe von New York nichts gesehen. Dafür ein bisschen was von Atlanta, wo ich jetzt hier gerade lande. Ja, geht's runter. Und da hat es ein bisschen gerattert, aber doch die Landung, da wär ein Applaus, das wäre ein Applaus auf jeden Fall wert gewesen. So, hier bin ich jetzt gerade im Auto, also in dem Shuttlebus zu meinem Holiday Inn, wo ich dann übernachtet habe. Und da muss ich dann auch schon wieder aufstehen. 5.58 Uhr. Ja, jetzt im Moment bin ich in Atlanta. Das ist im Bundesstaat Georgia. Hab nicht viel gesehen. Ich habe nur ein bisschen was vom Klima hier mitgekriegt. Das ist wirklich wie eine Truhe. Ich weiß nicht. Ich finde das hier immer total interessant. Also für das Zimmer hier habe ich, Moment, wie viel war es? Habe ich 35 Euro gezahlt, und guckt euch mal an, wie riesig das hier ist. Das sind amerikanische Verhältnisse. Das ist mein schönes Einzelbett, also King Size. Dann hier haben wir natürlich die Klimaanlage, von der ich heute schon mit Halsschmerzen, Halskratzen aufgewacht bin. Das ist der Pool, den sieht man gar nicht. Das ist der Fernseher, den man eigentlich, glaube ich, an der Fensterscheibe spiegelt. Ja, ich habe jetzt eigentlich das Licht noch ein bisschen besser. Mein Bürotisch. Ja, es geht weiter. Wir haben eine Mikrowelle. Das ist natürlich unabdingbar. Und die tolle, das tolle Badezimmer. Und ich gehe jetzt auch noch vom Frühstücksbuffet profitieren. Und ja, dann muss ich dann wieder zum Flughafen. Nicht, dass Delta wieder sagt, nee, sie sind zu spät gewesen, das geht nicht. Ja, und nachdem ich mich dann ausreichend beim Frühstücksbuffet ging es weiter. Airport, Atlanta, das war übrigens in dem, ich weiß gar nicht, das war die Metro auf jeden Fall, die mich zum Terminal gebracht hat. Wo ich dann auch abgeflogen bin. Und schwupp, zack, war ich schon in Mexico City. Ja. Straßenverkehr, schön bunt, wie man sich das so vorstellt. Ja, und hier bin ich gerade im Hotel, wo ich am Anfang noch war. War schön. Das war der Ausblick von meinem Hotel. Und das war ganz früh morgens. Ich bin sogar eine Stunde zu früh aufgestanden. Ich habe dann dementsprechend auch meine Freundin eine Stunde zu früh abgeholt. Aber gut, dann habe ich halt mit denen noch das zweite Mal gefrühstückt. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ven. Hola. ¿Qué tal? Das ist ja geil. Teotihuacan. Mit Musik. Oh, Make-up.
Das sind die Schrebergärten in Mexiko. Weißt du, der Dings, der... Hallo, hier ist wieder der Anti-Reisebericht hier und von RTL. Und ich wollte mal wieder ein paar schöne Bilder nach Deutschland und Holland schicken. Und ich würde jetzt mal sagen, da haben die Azteken, oder nein, davor war das ja noch, haben einiges geleistet. Vielleicht ein bisschen mehr als wir Holländer, die nur der Edamer erfunden haben. Und die Grachten. Und wir haben natürlich auch mal New York inne gehabt, aber leider nicht mehr jetzt. So, ich würde vorschlagen, wir gehen nach oben, ne? Ich glaub, ja, ja, eben genau. Das habe ich schon letztes Mal. Da müssen wir hoch. Ulala. Ja, ja. Jetzt geht es auf zum Aufstieg. Adventure. Oh yes. Ist gar nicht mehr so weit. Sag mal mich, das sind die angenehmeren Treppen jetzt für mich nicht. Ja? Für mich ist es ganz einfach, hier hochzugehen. Ich habe ja schon dreimal den Ironman bzw. Woman gewonnen. Aber ja, es hängt alles von der sportlichen Kondition ab. Hallo, wir sind stolz im Stein an der Pyramide del Sol. Ja, toll. Fiesta, Fiesta Mexicana. Adios, adios, Mexiko. Ich komme wieder zu dir zurück. Schnäppchen gemacht? Mhm. Lang du jetzt nimmer. Wir haben jetzt Hunger. Da muss man die Tour dann abbrechen, weil die liebe Frau Steffi Hunger hat. Ich eigentlich auch. War schon gut so. Und jetzt kommt die Hochzeit. Deswegen bin ich ja eigentlich dahin gefahren. Der Pfarrer? Ein Deutscher? Spanisch und Deutsch feiern und es wird gar nicht so wichtig sein, dass jeder jedes einzelne Wort versteht. Habt Mut zu antworten. Ist sie alguien por casualidad no es tan común con la liturgia católica les doy un tip. La respuesta amén casi siempre funciona. Falls zufälligerweise jemand nicht ganz so sehr mit katholisch zu tun hat und die Liturgie nicht so kennt, Amen geht immer. Seid so nett, schaltet eure Telefone aus. Und alles andere funktioniert prima. Sean bienvenidos en pocos momentos empezamos. Ja, weil Mexiko in Mexiko City stationiert ist. Und jetzt hier natürlich die Braut ganz kurz nur eingeblendet. Aufgrund der Anonymität, die etwas gewahrt werden sollte. Schön, sehr schöne Kirche im Kolonialstil. Und da bin ich noch, wenn man mich jetzt nochmal sieht. Das musste ich aber nochmal hier rein, auch wenn das Bild schräg ist. Ich auf der Kanzel. Das Brautpaar. Und nach der Trauung die Glückwünsche. Küsschen hier, Küsschen da. Küsschen, Küsschen. Und süße kleine Kinder. Ich bin mein Favorit auf der Hochzeit. Hallo. In Mexiko, da trinkt man nicht der Heineken, trinkt man der Victoria. Ist auch ganz lecker. Warte, ich muss noch näher kommen. Victoria muss jeder haben, gell? Bitte schön, Victoria muss jeder haben. Ja, ja. Okay. Ich bin hier bei einer traditionellen Hochzeit. Und es ist eine große Stimmung hier. Wir haben noch nichts gegessen. Getrunken ein bisschen schon. Aber es kann nur noch besser werden. Nein, es ist schon super. Es heißt nicht, dass es schlecht ist. Es kann aber trotzdem noch steigen, die Stimmung. Steigen die Stimmung. Also, yeah! Und die Mariachis. Love is all you need. Ja, ja, ja. Der
Workshop. Tequila-Effekt. Tequila. Viva Mexico! Viva Mexico! Und das war's. Und das war einfach mein Reisebericht. Dem wollte ich doch euch noch ein bisschen was zeigen, was ich gesehen habe. Und naja, nächste Woche ist dann wieder normal. Ne? Okay, also dann macht's gut. Tschüssi.